Willkommen zurück zu Let's Play Redeemer. So, wir gucken dann jetzt mal, was uns als nächstes erwartet. Oh, natürlich so eine direkt am Anfang. Hier kriegst du direkt einen Vorschlaghammer rein. Oh! Das ging ja komplett daneben. Aua! Hat er mich überhaupt getroffen? Nö. Zumindest nicht richtig. Okay, ich dachte gerade, das wäre noch ein Angriff von ihm. So ein Frontflip gegen mich. Ist das wieder so einer? Nein, okay, das ist ein anderer. Ich wundere mich gerade, seit wann können wir denn so schnell schießen? Aua. Und sind die irgendwie geschrumpft? Ich glaube nämlich ja. Aua, ich habe keine Waffe mehr. Au. Nein, 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 nein. Au, ich hasse dich. Ich hasse dich auch. Daneben. Und tot. Hier unten ist eine Tür. Aua, aua, aua. So war das nicht geplant. Ja, so war das doch geplant. Aber auch nur, weil es gut gelaufen ist. Ah, hau ab. Nochmal ein Tritt, um mehrere zu erwischen. Geht das mit dem? Natürlich nicht. Aua, au. Aua, au. Womit habe ich das verdient? Aua, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Verdammt. Mach auf hier. Ah, tot. Und du haust auch ab. Waffe? Keine Waffe. Schlecht. Au, Kotze. Waffe. Schlecht. Okay, tot. Und weiter. Okay. Das war gerade aber ein starker Lag, als es geladen hat. Also hat irgendwas Großes geladen. Irgendwas sehr Großes. Drei Schüsse habe ich hier noch liegen. Merke ich mir. Okay, die halten immer nicht viele Shotgun-Schüsse aus. Schläge mache ich öfter. So. Na gut, dann weiter. Nicht so lange gucken. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich kurz eine Shotgun holen soll, die mehr geladen ist. Die mehr geladen hat. Okay, ich dachte eigentlich, ich kann die rausholen. Nein, die brechen von selber nach. Die brechen von selber einfach aus. Und ich kann sie auch selber freilassen, so wie es aussieht. Aber immerhin sind es nur normale.
Ein Vorteil, Mönch. Feng Shui. Und als nächstes gibt es dann Harmonie. Oh, verdammt. Oh, na endlich mal eine Waffe. Ein Vorteil für die Maschinenpistole. Wer hätte es gedacht? Machen wir mal Kolben. Dann links ist noch so ein Teil. Aua. Runter. Oh, natürlich. Und durch das hier eben kaputt machen? Ja gut, aber ich glaube nur, weil ich da die Gegner gegengeschleudert habe. Ey, das ist doch unfair gewesen. Was sind das hier eigentlich für welche? Die haben noch so komische Arme an sich dran. Und die halten noch ein bisschen mehr aus als die normalen. Aber auch nicht viel mehr. Okay, da war keiner mehr. Hat sich so angehört, als ob da noch einer ausgebrochen ist. Wir sind aber nicht wirklich eine Bedrohung. Bisher. Was nun? Achso, okay, ich dachte, ich steckte fest. Ich habe gedacht, ich steck fest. Ich laufe kurz mal durch und lasse hier alle frei, die frei wollen. Eigentlich dumm, aber das wird schon. Oh, schlecht. Oh, da hat mich sogar einer erwischt. Au. So, das waren alle hier recht weit. Oh. Mann, wo kommen die denn jetzt alle her? So langsam reicht's auch. Shotgun und weg hier. Die Axt haben wir noch. Das kann jetzt nicht wahr. Mach auf. Mach einfach auf. Oder waren sogar noch normale bei. Aua. Ich bin gleich tot. Und auf. Einfach auf. Oh, was ist denn das jetzt? Oh, okay. Der hat jetzt einen Bart bekommen. Ein Boss. Oh. Oh, der hält ein bisschen was aus. Aber viel Schaden macht er nicht.
Weg hier. Ah, okay, ich verstehe, was das macht. Aber ich verstehe auch, dass ich gleich tot bin. Ich verstehe, dass ich tot bin. Schätze ich mal. Komm hier rauf. Ja, perfekt. Oh. Mach. Aua. Okay, okay, der, ich habe komischerweise keinen Schaden bekommen. Au, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich weiß nicht mal, ob ich den Gifttypen dort töten kann. Au, das war doch so dumm von mir. Der hält auch viel zu viel aus. Wovon habe ich denn jetzt bitte Schaden bekommen? Oh, oh, das gefällt mir auch nicht. Ja, komm her. Er ist tot. Okay, eine Bedrohung weniger und der Boss ist auch gleich tot. Zählt das noch? Natürlich nicht. Ich halte auch nicht mehr allzu viel aus. Ja, komm her. Ich drehe mich ein bisschen für dich. Hat ihm das gerade überhaupt Schaden gemacht? Habe ich nicht bemerkt. Gibt es hier noch was anderes, womit ich ihm vielleicht schaden kann? Ein bisschen was an Schaden machen kann? Komm, einfach direkt noch ein zweites Mal aktivieren. Ah, verdammt. Ist das eine Pistole? Ne, das ist die Axt, die ich da vorhin hingeworfen habe. Ihr kriegt halt leider gerade keinen Schaden mehr. Oder zumindest sehr wenig. So wenig, dass ich das nicht mal mehr sehe, wirklich. Aua, 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 aua. Aua. So, komm her. Okay, der kriegt doch Schaden, aber sehr, sehr wenig. Und drauf. Aua, 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 weg hier. Und direkt nochmal. Und nochmal. Okay, das ist gut. Ich habe ihn. Er ist tot. Okay, raus hier. Ich bin hier weg. War geschafft. Everyone wants to change something in their past. I don't believe I do. I would drop Berkut again, without hesitation. Even quicker, knowing what I know now. I can still hear Volkov's voice. You are like sons to me. It would break my heart to lose either one of you. This procedure will make you stronger, will make you invincible. Berkut didn't care. He would have done it anyway. For kicks. It's funny.
He was always the smarter one. I guess we both grew up that day, and we both decided what we wanted to be. Volkov didn't think the choice was mine to make. He said, machines are building our cars, why shouldn't machines fight our wars? Call me a snob, but I like my shit handcrafted. And just like that, in the blink of an eye, I was done with them. Maybe I just wasn't ready. Maybe one more year on contract would make me embrace all that cyborg nonsense. Maybe I would end up exactly like Berkut. Whatever I liked about him is long gone now. When I crashed in the mountains so close to the monastery, I felt it was a gift. It was fate. Someone up there wanted me saved. But all it was bringing savagery and destruction into a peaceful place. Now I'm going to harness all of it, like the force of life, and deliver it on Volkov's face with one final blow. Gut, aber hier machen wir dann im nächsten Part weiter.